Südwestlich von Rostock liegt das Gut Hohenlukow inmitten einer der produktivsten Ackerbauregionen Mecklenburg-Vorpommerns. Mitten in der Ernte haben wir den Agrarbetrieb besucht, Teile des spannenden Maschinenparks angesehen und uns mit einem Start-up-Unternehmer getroffen, der Mähdrescher-Einsätze optimiert. Wir starten in diesen Film auf einer der spektakulärsten Flächen des Gut Hohenlukow. Hier läuft die Aussaat. Nahe des bekannten Touristenörtchens Rerik arbeiten die beiden KSIH Quadrac 620 direkt an der Steilküste zur Ostsee. Eine spektakulärere Filmkulisse könnte man sich für die Ackergiganten kaum wünschen. Gesät wird hier eine Zwischenfrucht, bevor dann im nächsten Jahr Zuckerrüben auf diesem 110 Hektar großen Schlag folgen. Neben diesen beiden PS-Boliden sind auch vier weitere Großtraktoren für die schwere Ackerarbeit auf dem Betrieb tätig. Die beiden 7 Meter breiten Horsch-Focus-Sämaschinen übernehmen den überwiegenden Teil der Aussaatarbeit. Der Tank ist zweigeteilt, um Saatgut und Dünger mitzuführen. Die mittelmäßig fruchtbaren Böden werden schon seit vielen Jahren pfluglos bewirtschaftet. Der kleinste zu bearbeitende Schlag misst nur einen halben Hektar und das größte Feld 200 Hektar. Angebaut werden in der Fruchtfolge Getreide, Mais, Zuckerrüben und ein beachtlicher Anteil Ackergras, das für die Futterproduktion fürs Milchvieh benötigt wird. Direkt an den Agrarbetrieb des Gut Hohenlukow angegliedert ist ein eigenes Lohnunternehmen. In dieser Sparte werden jährlich sowohl für den eigenen Betrieb als auch für viele Kunden in der Region stolze 9.500 Hektar bearbeitet. Auch die Mähdrescher sind überbetrieblich tätig. Um die Mittagszeit startet eines der Ernteteams in Richtung Feld. Der nächtliche Tau, der von der Ostseeküste über das Land zieht, verhindert meist einen früheren Start in den Tag. Insgesamt 6 Class Lexion 6900 Terratrak wurden zur Ernte 2020 neu angeschafft. Meist sind die Erntemaschinen in 2 Teams unterwegs. Dennoch, der gesamte Auflauf an Fahrzeugen ist auch bei 3 Mähdreschern auf dem Feld enorm. Spätestens bei einem Feld-, Sorten- oder Kulturenwechsel sollten die Einstellungen der Erntemaschine überprüft werden. Ein bewährtes Hilfsmittel ist dabei die Verlustschale, mit der das Druschergebnis des Mähdreschers anhand der verlorenen Körner überprüft werden kann. Das Bushel Plus Harvest Loss System hat diesen Arbeitsprozess einfacher und sicherer gestaltet. Firmengründer von Bushel Plus ist der gebürtige Deutsche Marcel Kringe. In den Praxisphasen seines Agrarstudiums war er rund um den Globus als Erntehelfer tätig und ließ sich schließlich in Kanada nieder. Während seiner dortigen Beratertätigkeit gründete er Bushel Plus und entwickelte das System zusammen mit Metro-Spezialisten weiter. Einige seiner kanadischen Kunden sind auch uns von mehreren Besuchen in den letzten Jahren bekannt. So beispielsweise der Biobetrieb der Familie Wecker südlich von Regina in Zentralkanada. Mittlerweile setzen Farmer rund um den Globus Bushel Plus für die Optimierung ihrer Druschergebnisse ein. In Deutschland ist das Unternehmen Geiger Agri Solutions für den Vertrieb zuständig. Jan Geiger ist an diesem Tag vor Ort in Hohenlukow, um den Betrieb Bushel Plus vorzustellen. Das Prinzip ist einfach. Per Magnet werden die stabil gefertigten Metallschalen am Schneidwerk, der Hinterachse oder dem Schrägförderer befestigt. Aus der Kabine kann der Fahrer nun per Fingertipp in der Bushel Plus Smartphone-App das Zu-Boden-Gleiten der Schale auslösen. Er bekommt eine positive Rückmeldung im Display.
Das Stroh wird nun vorsichtig aus der Schale entfernt und deren Inhalt samt Spreu und Körnern in das mitgelieferte Gebläse gekippt. Hier werden durch den Wind nun die Körner separiert. Auf einer dazugehörigen Waage wird das Gewicht der Körner ermittelt und der Wert in die App eingegeben. Anhand der individuellen Arbeitsparameter wird nun der aktuelle Verlustwert angezeigt. Als Richtwert für Drusch- und Reinigungsverluste gilt die 1%-Marke. Dieser Richtwert bietet einen guten wirtschaftlichen Kompromiss zwischen nutzbarer mähdrescher Kapazität und Kornverlusten im Feld. Drischt man beispielsweise durch einen schlecht eingestellten Mähdrescher deutlich über dieser Marke, lässt man jeden Tag schnell viele 100 Kilo Korn auf dem Feld. Das Gut Hohenluko blickt schon auf mehrere hundert Jahre Geschichte zurück. Das Herrenhaus wurde um das Jahr 1700 erbaut und steht nahe dem Eingang zu dem riesigen Gelände. Die Milchproduktion ist das wichtigste Standbein des Betriebs. In mehreren Bauabschnitten wurden die bis zu 240 Meter langen Stallungen errichtet, in denen 2500 Milchkühe stehen. An 5 weiteren Standorten findet unter anderem die Jungviehaufzucht statt. Größtes Bauprojekt ist aktuell der Neubau der 2,5 Hektar großen Fahrsiloanlage. . 170 Mitarbeiter plus einige Saisonarbeitskräfte arbeiten in der Milchviehhaltung, dem Ackerbau mit den 3 Biogasanlagen und dem Lohnunternehmen auf Gut Hohenluko. Zudem werden mehrere junge Leute zur Fachkraft Agrarservice und zum Land- und Tierwirt ausgebildet. Der Bau eines 80-Platz-Melkkarussells ist in Planung. Die pro Tag über 80.000 Liter Milch werden mit eigenen Lastwagen zur Molkerei gefahren. Auch sonst ist man größtenteils eigenmechanisiert. Knapp 50 Traktoren sind im Einsatz. Einige davon schon seit vielen Jahren. So beispielsweise dieser John Deere 7710 mit enormen 32.000 Betriebsstunden. Für die Lexion 6900 hat man sich aufgrund der guten Strohqualität des Schüttler-Dreschwerks entschieden. Denn jährlich werden alleine für den eigenen Betrieb über 10.000 Ballen Stroh fürs Futter und zur Einstreu benötigt. Moderne Hochleistungsmähdrescher aller etablierten Hersteller verfügen heute über Automatisierungssysteme, die dem Fahrer helfen, seine Erntemaschine optimal einzustellen und auf wechselnde Bedingungen zu reagieren. Sensoren und Kameras ermitteln Qualitätsparameter wie Kornqualität und Kornverluste und justieren automatisch die Drusch-, Abscheide- und Reinigungsorgane nach dem gewünschten Ergebnis. Doch auch ein Verlustsensor braucht einen Referenzwert, anhand dessen er sich orientieren kann und muss deshalb regelmäßig zum Beispiel durch die Verwendung einer Verlustschale kalibriert werden. Felix ist der Sohn des Betriebsleiters auf Gut Hohenluko und sitzt an diesem Tag selber auf dem Mähdrescher. Alle Lexion 6900 wurden mit CMOS Automatik bestellt. Felix ist begeistert von den neuen Maschinen, weiß aber auch, dass der Verlustkontrolle trotz der Hightech-Ausrüstung nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt werden kann. Durch das einfache Handling und die Arbeitssicherheit bei der Beprobung sieht er nach der Demonstration des Bushel Plus Harvest Loss Systems einiges an Potenzial. Ein spannender Drehtag auf den Feldern des Gut Hohenluko im Norden Mecklenburg-Vorpommerns geht mit diesen Filmaufnahmen zu Ende. Für die Eindrücke am Rande der Ernteaufnahmen, die Organisation und Unterstützung dieses Filmdrehs geht unser Dank an Geiger Agri Solutions. Besucht für weitere Informationen zu Bushel Plus einfach deren Website. Weitere Kurzfilme rund um die Getreideernte findet ihr auf unserem YouTube-Kanal.